Hallo zusammen. Morgen ist der 17. Januar und da ist wie jedes Jahr der Schmeiß deine Vorsätze über Bord Tag. Ungefähr 2,5 Wochen nach Neujahr, da heißt es, da sind sowieso alle guten Vorsätze schon gebrochen und deswegen kann man alle restlichen auch noch über Bord werfen und es ist also der Schmeiß deine guten Vorsätze über Bord Tag. Ich halte das für einen großen Blödsinn und finde diesen Tag richtig doof. Denn ich glaube, einfach weitermachen wie bisher. Ich bleib einfach so, wie ich bin, weil ich bin sowieso schon so dufte. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, sich selber zu verändern und zu optimieren im guten Sinne, das ist immer sinnvoll. Denn, mal ehrlich, das Klima, das wird nicht in Lützenrath gerettet, sondern das wird bei dir oder mir gerettet. Und der Weltfriede entscheidet sich nicht nur in der Ukraine, sondern er entscheidet sich auch bei dir oder mir im Alltag. Und Respekt, Würde, Offenheit ist nicht nur eine Sache für den Iran, sondern sie ist auch eine Sache für uns in unserer Seelsorgeeinheit. Und die Kirche wird auch nicht in Rom oder Köln gerettet, sondern bei uns im Rheinbogen, bei dir und mir und überall, wo Menschen guten Willens, Christen, Katholiken, Katholikinnen guten Willens zusammen sind und einfach aus ihrem Glauben heraus das Gute leben. Sich nicht verändern, das kann man, wenn man hier angekommen ist. Ich bin hier auf dem Nordfriedhof, wo ich gerade jemanden beerdigt habe. In unserem Leben geht es immer weiter. Und in unserem Leben müssen wir uns immer weiter verändern zum Guten hin. Ich finde, mein Leben ist mir das wert. Und ich hoffe, dein Leben ist es dir auch wert. Unsere Gemeinschaft, unsere Welt ist so gut, dass wir immer weiter daran arbeiten können. In diesem Sinne, also die guten Vorsätze niemals aufgeben, sondern die restlichen Wochen und Monate des Jahres immer weiter daran arbeiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, seid gesegnet und bleibt behütet.